So, herzlich willkommen zur dritten Session zum MAC, also zur Schicht 2.2 sozusagen. Und wir haben beim letzten Mal aufgehört mit der Collision Detection und wir haben mit der Erkenntnis aufgehört, dass auch bei CSMA, also auch beim Carrier Sense, wenn ich auf das Medium hören kann, auch Kollisionen auftreten können. Das haben wir hier an dem Beispiel mal nachvollzogen. Woher kommt das? Also ich höre doch auf das Medium, warum können dann plötzlich trotzdem Kollisionen passieren? Naja, das liegt an der Ausweitungsverzögerung. A sendet das Paket hier los, B hört auf das Medium, hat aber vom Paket von A noch nichts empfangen, also sieht das Paket eben nicht auf dem Medium, sendet los und schon haben Sie die Kollision. Ne? Das ist eine Situation, die kennen Sie teilweise auch ganz gut so aus Video- oder Audiokonferenzen oder Telefonkonferenzen, dass Sie sich dann gegenseitig ins Wort fallen. Und je höher die Ausbreitungsverzögerung da ist, also je höher die Latenz bei dem Telefonat, umso wahrscheinlicher ist es, dass Sie sich ins Wort fallen. Gut, also das ist, was man sich hier merken muss von der Folie. Also trotz Carrier Sense, also trotz des Hörens auf das Medium, trotz dem alle freundlich bleiben wollen, ja, und erstmal hören, bevor sie selber reden, kommt es aufgrund der Ausbreitungsverzögerung zu Kollisionen. Wenn wir diese Kollision haben, was machen wir dann? Das ist ja eine Sache, die haben wir noch nicht besprochen. Und jetzt ist die Frage, was wir tun müssen. Also das Erste wäre, irgendwie muss man ja entscheiden, wann man das Paket nochmal sendet. Weil wir wissen ja, wenn wir eine Kollision zumindest detektiert haben, was man im Kabel ja kann, wissen wir, dass ein Paket verloren gegangen ist. Zumindest ist das eine Annahme, unter der Ethernet gebaut wurde. Und jetzt ist die Frage, wann wiederholen wir das Paket? Ne? Also machen wir das sofort? Naja, das ist vielleicht ungeschickt, weil man dann so vielleicht sofort wieder in eine Kollision reinrennt. Koordinieren wir uns irgendwie? Naja, wir sind ja in einer Situation, wo wir noch nicht wirklich kommunizieren können. Ne? Also wir senden ja Pakete über das einzige Medium, das wir zur Kommunikation haben. Also wie sollten wir uns denn koordinieren? Ja, also das ist bei Ethernet und WLAN zum Beispiel auch nicht möglich. Im Mobilfunk macht man das, da hat man bestimmte logische Kanäle, über die dann die Basisstation den Nutzern Zeitslots, also kleine Zeiteinheiten zuteilt und die das dann koordiniert. Ja? Und diese Kanäle sind sozusagen freigehalten von der Datenübertragung und allen Nutzern dann entsprechend bekannt. Das geht schon, macht man aber wie gesagt bei Ethernet und WLAN nicht. Was man stattdessen dort macht, ist, naja, man würfelt, ja. Also wir würfeln einfach und warten zufällige Zeit, bis wir es nochmal versuchen. Und wenn wir die Kantenanzahl des Würfels geschickt wählen, ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass wir sofort wieder kollidieren. Ja, ich hatte das Beispiel beim letzten Mal schon gebracht. Wenn jetzt zwei von Ihnen sich ins Wort fallen, zum Beispiel in dieser Videokonferenz, weil Sie gleichzeitig eine Frage hätten, dann können Sie beide ja einen Würfel nehmen, einmal würfeln und vielleicht, also hoffentlich kriegen Sie nicht dieselbe Zahl raus und dann warten Sie eben die Anzahl der Sekunden, die Sie da sehen, auf dem Würfel. Und wenn der eine von Ihnen eben 2 Sekunden wartet und der andere eben 6 Sekunden warten muss, dann ist die Kollision aufgelöst, ja, zum Beispiel. Also diese Randomisierung ist eigentlich eine relativ clevere Idee und erfordert keine Kommunikation zwischen den Teilnehmern. Die müssen sich nicht irgendwie austauschen. Die brauchen nur eben jeder einen Würfel und dann passt das. Und das ist so die Grundidee, ne, die man dann hat. Und hier ist es auch nochmal aufgezeichnet. Also Sie haben so diese Übertragungsperiode und Sie haben dann diese sogenannten Contention Slots und diese Contention Slots sind sozusagen diese Zeiteinheiten, die Ihnen der Zufallsgenerator dann gibt. Also zum Beispiel der Würfel. Ne? Also wenn Sie da eine 3 würfeln, dann haben Sie eben 3 Contention Slots, die Sie eben warten müssen oder eben 4. Ne? Das heißt also, man hat so zwei im Prinzip Modi, in dem die Übertragung funktioniert. Das eine ist die reine Datenübertragung. Das ist dann der Frame. Wenn Sie dann dran sind, ne, dann dürfen Sie Ihren Frame senden als Ethernet-Host. Und dann haben Sie eben eine Periode, in der Sie sich ums Medium bewerben können. Ja, und das passiert eben anhand dieser Zufallszahl, also mit dieser Würfelidee, die wir da oben besprochen haben. Ja, und wenn Sie dann eben nicht dran kommen, dann lassen Sie das frei, den Slot sozusagen. Und dann bewirbt sich jemand anderes um das Medium und sendet ein anderer den Frame.
Wie kriegen wir das jetzt koordiniert? Also wie läuft das jetzt? Wir haben dieses, wie gesagt, dieses diskrete Zeitmodell. Und die einfachste Art und Weise ist dann eben zu sagen, ich nehme den Karten Slot, ja, also die Karte Zeiteinheit und K ist eben die Zufallszahl, die ich würfle. Oder ich gehe halt von 0 aus, ne, und dann habe ich K minus 1 als maximale Zahl. Das ist eben dieses Contention Window. Jetzt ist die Frage, naja, wie viele Kanten soll mein Würfel haben? Also was ist die höchste Zahl, die ich würfeln kann? Da muss man sich jetzt zwischen zwei Problemen entscheiden. Also wenn man das K sehr klein wählt, kommt man natürlich sofort ran, ne? Also relativ schnell dran. Also das wäre jetzt das Beispiel, Sie würden halt anstelle eines Würfels eine Münze nehmen. Dann kommen Sie halt spätestens nach im zweiten Slot dran. Dann haben Sie allerdings ein hohes Risiko, sofort wieder zu kollidieren. Insbesondere wenn Sie zum Beispiel mehr als zwei Teilnehmer haben bei dem Münzbeispiel. Ja? Wenn Sie das K jetzt hochdrehen, also Sie haben Würfel mit ganz, ganz vielen Kanten, dann ist natürlich das Risiko der Kollision gering. Weil es ist unwahrscheinlich, dass zwei oder mehr von ihnen dieselbe Zahl würfeln. Aber sie müssen gegebenenfalls lange warten. Also insbesondere bei niedriger Last, ja, wenn nur zwei Teilnehmer zum Beispiel da sind und sie haben Würfel mit mehr als 100 Kanten, sage ich mal, ja, dann müssen sie sinnloserweise vielleicht 100 Slots oder so warten. Also zumindest besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie so lange warten müssen. Und das wäre in dem Fall unnötig, ja. Also das ist nicht geschickt, ja, einfach ein kleines K oder ein großes K zu wählen. Und was einem so diese, ja, ich sag mal Grenzwertbetrachtung sagt, die wir hier machen, ne? Also K gegen 0 und K gegen unendlich, ist, dass es geschickt ist, K zu adaptieren. Weil keine konstante Wahl wird sie glücklich machen. Also adaptieren wir es. Und wie können wir es dann adaptieren? Naja, da macht Ethernet was ziemlich Cleveres. Ich leite da mal drauf hin, bevor ich Ihnen dann den Algorithmus von Ethernet zeige. Irgendwie könnten wir ja versuchen herauszufinden, wie viele Stationen das gibt. Also das wäre eine Möglichkeit, ist aber aufwendig. Also wenn wir natürlich wissen, wie viele Stationen das gibt, dann wissen wir, wie groß K sein muss. Weil K muss nicht größer sein als die Anzahl der Stationen, die ich habe. Weil ja jeder sozusagen seinen Contention-Slot haben kann. Ja, aber das ist ungeschickt. Also insbesondere, weil das Netz sich ändern kann. Ja, also Sie können ja eine Switch einen neuen Host ranstöpseln oder im WLAN kommen und gehen die Hosts, ja, wie sie wollen. Daher ist das jetzt auch nicht unbedingt geschickt, da permanent den Status des Netzes zu überwachen. Und vielleicht kriegen wir das irgendwie geschickter raus. Naja, denken wir mal darüber nach, was passiert, wenn ich bei hoher Last ein kleines K habe. Dann habe ich Kollisionen. Das heißt, ich könnte die Kollision als Indikator verwenden, dass ich mein K erhöhen muss. Also wenn ich merke, dass ich trotz meines aktuellen Wertes K, ich sag mal, ich werfe eine Münze, ich habe ein relativ kleines K, ich fange effizient an, ja, und ich merke, damit kollidiere ich, dann weiß ich doch eigentlich, es gibt hier gerade zu viele Teilnehmer. Also ich könnte auch zufällig mit dem einzigen anderen Teilnehmer kollidieren, aber auch dann würde es helfen, das K zu erhöhen. Ne? Das macht halt die Kollision unwahrscheinlicher. Das heißt also, die Grundidee ist, ich benutze eine Kollision, die ich beobachte. Ich kann ja Kollisionen erkennen, als Indikator dafür, dass mein K zu gering ist. Also die Länge meines Wettbewerbsfensters, könnte man im Deutsch sagen, für Contention Window zu klein ist. Also machen wir es größer. Wenn wir das jetzt immer größer machen, nach jeder Kollision, ist das dann unbegrenzt? Also wenn ich jetzt 100 Kollisionen habe, wird das K dann immer größer und immer größer. Wie kriege ich das dann wieder kleiner? Ja, das ist eine Frage, die man sich hier stellen muss. Dafür gibt es das Verfahren des Binary Exponential Backoffs. Das erkläre ich Ihnen erstmal und dann erkläre ich Ihnen, wie wir K wieder verringern. Gut, also reden wir erstmal darüber, wie wir K erhöhen und dann, wie wir es wieder verringern können. Also eine gute Möglichkeit, K zu erhöhen, ist der sogenannte Binary Exponential Backoff. Sie sehen hier, was passiert und auch warum das Binary heißt. Sie sehen hier ist Basis 2 und dann habe ich meine Zufallszahl K dann oben als Exponenten in der 2. Und was bedeutet das? Naja, das bedeutet, dass ich für jede Kollision, die
Contention, Window Size, also die Zeitdauer, die ich warten könnte, erhöhe, verdopple tatsächlich. Also für jede Kollision wird die Größe meines Wettbewerbsfensters verdoppelt. Das mache ich jetzt nicht beliebig groß. Also hier zum Beispiel nur auf 1024 Slots, ne? Das wäre dann für 2 hoch 10. Ich habe also eine Grenze für mein Contention Window und dann würde ich vielleicht mal meinem Treiber sagen, gib bitte mal ins Betriebssystem weiter, dass hier das Medium permanent geblockt ist. Ja, und dann würde der das mal ins Betriebssystem geben, also einen Interrupt schmeißen, dem Betriebssystem mal Bescheid sagen, hier läuft gerade irgendwas schief. Aber im Prinzip diese 10 Versuche, oder streng genommen 11 Versuche, ne, also 10 Kollisionen haben wir. Wenn ich dann die Fensterzeit brauche, dann multipliziere ich das natürlich mit der Slot-Time. Das ist einfach eine konstante Zeit, also so lang ist ein Slot und das ist sozusagen das 2 hoch k, ist die Anzahl der Slots. So, wie mache ich mein k jetzt wieder kleiner? Naja, da gibt es auch eine Menge Optionen, wie ich das machen kann. Ich könnte zum Beispiel eine Konstante abziehen, ich könnte das auch wieder halbieren, wenn eine Weile keine Kollisionen stattgefunden haben. Ist aber kompliziert. Ich muss mir dann überlegen, wie schnell ich es wieder verringere. Oder ich kann es ganz einfach machen. Ich mache halt ein Reset, ne? Also bei jedem Mal starte ich frisch, also bei jeder Übertragung, mit einem kleinen k. Das ist ja auch effizient, ne? Also ich fange einfach mit einem kleinen k an und nur wenn ich eine Kollision habe, fange ich an zu erhöhen. Kollisionen sind ja nicht unbedingt, ich sag mal, ein Prozess, der sich selbst erhält. Die können ja plötzlich auftreten und dann auch genauso plötzlich wieder verschwinden. Und das ist die Annahme, die man hier eben hat, warum ich diesen Neustart eben machen kann. So, diskutieren wir es mal im konkreten Beispiel. Was Sie hier sehen, ist der Random Backoff-Algorithmus von Ethernet. Also der ist in jeder Ethernet-Karte implementiert. Üblicherweise inzwischen auf Treiberebene. Mit den Timer-Funktionalitäten und natürlich dem Zufallszahlengenerator in Hardware. Und wir können das hier mal durchspielen. Also, was hier passiert ist, Ethernet-Karte möchte senden, setzt die Variable n auf 0, macht das Carrier-Sense, hört. Wenn der Carrier beschäftigt ist, dann ist die Ethernet-Karte freundlich und hört weiterhin auf das Medium. Ja, sendet eben nicht. So, wenn der Carrier leer ist, dann wartet die Ethernet-Karte das sogenannte Interframe-Gap aus, also wartet für eine Zeitdauer, die im Interframe-Gap eben festgelegt ist. Das ist so bei Standard-Ethernet 9,6 Mikrosekunden. Das kann aber auch jeweils von der physikalischen Implementierung unterschiedlich sein. Also das würde jetzt ein optisches Ethernet anders machen. Das würde auch ein Gigabit-Ethernet anders machen als ein 100-Megabit-Ethernet. Also hängen Sie sich da nicht so sehr an dem Zahlenwert auf. Wichtig ist, dass hier eine gewisse Lücke gelassen wird und gewartet wird. Vielleicht kommt einer oder eine von Ihnen drauf, warum wir hier warten. Denken Sie mal an dieses MSC, was ich Ihnen gezeigt habe, warum beim CSMA immer noch Kollisionen auftreten. Wegen der Laufzeitverzögerung. Absolut korrekt. Das ist genau der Grund. Man muss eben hier warten, um zu sehen, ob noch irgendwo ein Paket unterwegs ist auf dem Link. Ja, früher beim alten Ethernet, ne, in dem gemeinsam geteilten Koaxkabel, ob da noch ein Paket gerade läuft. Aber auch bei geswitchten Ethernet, ne, hat die Switch da noch irgendwas im Puffer? Oder ist immer in der Hub noch irgendwas hinterlegt? Also das betrifft, wie gesagt, auch andere Ethernet-Formen beim WLAN genauso. Ne? Also man muss erst ein bisschen warten, und um zu sehen, sind da noch Bits in der Leitung, die zwar gerade losgesendet wurden, mich aber nicht erreicht haben. Und der Grund dafür ist dann eben die Ausbreitungsverzögerung. Gut, wenn wir jetzt das IFG gewartet haben, dann fangen wir an zu übertragen. CSMA hat ja funktioniert, ist ja auch in der Zeit nichts aufgetreten. So, und wenn jetzt keine Kollision stattfindet, sind wir fertig an der Stelle. Wenn eine Kollision stattfindet, sende ich dieses sogenannte Jam-Signal. Ne? Ich kann ja messen, dass eine Kollision stattgefunden hat, zum Beispiel anhand des Spannungswerts auf dem Medium. Bei Kupfer ist das ja relativ einfach. Wenn die Spannung höher ist als das, was ich erwarte, dann muss es ja irgendwie eine Kollision gegeben haben, weil sich da Spannungen mehrerer Sender addieren. Und dann schicke ich dieses Jam-Signal, das ist eben noch ein höherer Spannungswert, dann wissen dann wirklich alle, okay, da ist irgendwas passiert gerade im Medium und dann höre ich auf zu senden. So, und jetzt wird es interessant. Jetzt kommen wir zum Binary Exponential
Backoff. Warum der truncated heißt, habe ich Ihnen eigentlich auch schon erklärt, weil wir das eben bei k gleich 10 beschränken, also maximal 1024 Slots warten. Ne? Das ist eine abgeschnittene exponentielle Erhöhung. Ne? Und Binary, weil wir es wie gesagt zur Basis 2 tun. So, also, was mache ich? Naja, ich erhöhe mein n. Mein n ist der sogenannte Retry-Count, also das ist das, wie oft ich das bereits versucht habe. Und in dem Fall versuche ich es jetzt das erste Mal, also inkrementiere ich den. So, dann prüfe ich, ist mein Retry-Counter übergelaufen? Übergelaufen heißt, ist der zum Beispiel 16? Wenn der 16 ist, dann höre ich auf. Ja, und das ist, was ich vorhin meinte, da würde ich dann an der Stelle, also ein guter WLAN-Treiber würde dann dem Betriebssystem Bescheid sagen. Dass das dann zum Beispiel den User informieren könnte oder irgendwelche anderen Maßnahmen unternehmen könnte, also zumindest, dass die höheren Schichten dann Bescheid wissen, dass es da unten ein offensichtlich langwieriges, permanent würde ich jetzt nicht sagen, aber langwieriges Problem gibt. Wenn jetzt ich noch nicht 16 neue Versuche gemacht habe, also noch nicht 16 Kollisionen hatte, dann prüfe ich, habe ich schon mehr als 10 gehabt? Wenn das der Fall ist, bin ich im Truncated-Modus, ne? Also höher als 10 gehe ich nicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist k gleich n, ne? Also dann bin ich irgendwas zwischen 1 und 9 und nehme dann halt den Wert k. Ja, also k entspricht hier bei diesem Ast natürlich dem Retry-Count und im maximalen Fall dann eben diesem Truncated-Wert, also 2 hoch 10. Und das gibt mir mein Contention-Window, ne? Ich ziehe dann noch, die minus 1 ist hier nicht im Exponenten, ne? Die ist unten. Das k ist natürlich im Exponenten. Und die minus 1 ziehe ich hier natürlich ab, weil ich hier von 0 zähle. Also das ist die Anzahl der Slots, die ich warten muss. Das ist mein Z. Und naja, um die Wartezeit zu kriegen, multipliziere ich das jetzt noch mit der Slot-Time, also der Zeitdauer jedes Slots. Und dann habe ich die Wartezeit. Und die kommt natürlich hier rein. Und diese Zeit warte ich hier, bevor ich wieder mit dem Carrier Sense anfange. Und dann läuft der ganze Zyklus nochmal durch. Das ist relativ clever, ne? Also das ist selbstadaptiv. Ich muss mich nicht mit anderen Teilnehmern abstimmen. Ich brauche hier keinen zentralen Koordinator, der irgendwie sagt, wann jeder senden darf. Und das ist auch so, dass wir uns an den Wettbewerb des Mediums adaptieren. Also wenn ein hoher Wettbewerb um das Medium herrscht, also wenn viele aufs Medium zugreifen wollen, ja, oder zumindest wenn damit hoher Last aufs Medium zugegriffen wird, ne? Auch zwei Sender können sich permanent ausbremsen, wenn die beide eine hohe Datenrate gerade senden müssen. Also wenn viel Last auf dem Medium ist, dann werde ich immer defensiver mit diesem Algorithmus. Dann ziehe ich mich immer länger zurück, bis ich dann irgendwann bei 16 aufgebe oder bei 10 dann eben nicht mehr defensiver werde. Ja? Aber bis dahin ziehe ich mich mit exponentiellerer Dauer zurück. Ja? Also ich werde wirklich sehr, sehr defensiv. Sehr schnell, sehr defensiv. Das ist, was hier passiert. Und wenn die Last niedrig ist, dann fange ich effizient an. Weil ich ja, wie gesagt, bei einem n von 0 anfange. Das ist dieser Reset, den ich vorhin ja schon kurz erwähnt habe. Das sind ganz geschickte Eigenschaften dieses Algorithmuses. Und dieses effizient anfangen und sich dann schnell zurückziehen, werden wir bei TCP auch nochmal bekommen. Ja, da gibt es ja auch Wettbewerb, dann nicht mehr auf ein einzelnes Medium, sondern auf eine gesamte Route, wenn Sie so wollen, also auf eine gesamte End-to-End-Verbindung. Ja, da ist die Frage ja noch komplizierter, weil Sie ja noch nicht mehr auf ein einzelnes Medium lauschen können auf TCP-Ebene. Aber da kriegen wir diese Funktionen und diese Fragestellung, wie schnell ziehe ich mich im Falle einer Kollision zurück, tatsächlich nochmal. Ja, aber so macht es Ethernet. Und ich hoffe, das war klar. Ich hoffe, Sie verstehen auch so ein bisschen, warum das ein relativ genialer Algorithmus ist. Weil die Alternative, wie gesagt, ich finde die nicht besonders elegant. Also da so ein zentraler Koordinator, also im Mobilfunk kann man das machen, aus verschiedenen Gründen macht man so eine Hierarchie. Ja, die Basisstation ist der Chef. Aber wenn Sie so Consumer-Technik haben, wo jeder stöpseln darf oder jeder einen WLAN-Sender betreiben darf, zum Beispiel, da wollen Sie sowas nicht, ne? Da wollen Sie keinen zentralen Koordinator, der dann wieder von Profis gewartet werden muss und wo dann wieder Parameter angepasst werden müssen. Das ist alles viel zu kompliziert. Also bei Consumer-Technik wollen Sie am besten Plug and Play. Und ein Grund, warum das bei Ethernet geht, und bei WLAN, gut, WLAN sendet kein Jam und erkennt auch keine Kollision. Also WLAN hat dann so ein bisschen andere Funktionen im Hintergrund. Aber ein Grund, warum das da funktioniert, ist eben, also dieses Plug and Play, ist eben dieser Exponential Backoff-Algorithmus. Das ist so wie Ethernet das macht. Wir kommen später auf Ethernet nochmal zurück. Ich denke, das werden wir heute auch noch schaffen.
Bevor wir da hinkommen, würde ich Ihnen aber gerne noch ein paar Alternativen nennen, und zwar die kollisionsfreien Protokolle und die so in der Mitte sind, also Protokolle, die versuchen, Kollisionen einzugrenzen. Bisher hatten wir ja Protokolle, die Kollisionen erlauben. Also wir hatten Aloha und wir hatten CSMA. Ja, Aloha als, ich sag mal, akademisches Ursprungsbeispiel, wobei Aloha im Mobilfunk tatsächlich noch benutzt wird, für die Signalisierungskanäle. Wenn Sie sich anmelden und sagen als Handy, hallo, hier bin ich, ich möchte jetzt mal was senden, dann kennt die Basisstation Sie ja noch nicht. Also die einzige Chance, die Sie haben, ist Aloha, weil CSMA im Handynetz funktioniert auch nicht. Ja, weil Sie hören nicht notwendigerweise alle Teilnehmer mit dem Handy. Also Aloha ist praktisch auch noch relevant, aber es war so, ich sag mal, so ein einfaches didaktisches Beispiel. Und dann haben wir CSMA gemacht, und da verschiedene Varianten durchdiskutiert und am Ende eben diskutiert, wie man bei CSMA mit Kollisionen umgehen kann. Das waren also diese kollisionsbasierten Protokolle. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ohne Kollisionen passiert und dann, was so in der Mitte passiert, also wie ich Kollisionen so begrenzen kann. Ich sag's vorab, das jetzt sind eher akademische Beispiele. Also kollisionsbasierte Protokolle ist das, was in der Praxis wirklich relevant ist. Ja, also das ist, was Ethernet macht, was WLAN macht, weil, wie gesagt, dieses Best-Effort-Prinzip relativ gut funktioniert und Kollisionen eben nicht so häufig passieren, dass wir da permanent zum Beispiel Durchsatz verlieren deswegen. Aber wie gesagt, hier haben wir so ein paar akademische Beispiele, aber wir sollten diese Designoptionen zumindest nochmal diskutieren und dann nachher reden wir nochmal über Ethernet, wie das jetzt auf Layer 2 funktioniert. Kollisionsfreie Protokolle, das haben wir ja zum Anfang beim statischen Multiplexing auch schon mal diskutiert, wie man sowas macht. Ne? Die einfachste Art und Weise ist, ich weise jedem User einen Slot zu. Das wäre ein sogenanntes Time Division Multiple Access. Time, ne? Zeit, Division, also wird aufgeteilt für den Mehrfachzugriff, also für den Multiple Access. Und hier sehen Sie ein Beispiel, ne? Also jeder kriegt seinen Zeitslot und sendet schön brav nacheinander. Das haben wir ja schon diskutiert, warum das ineffizient ist, insbesondere bei Bursty Traffic oder bei Verkehrslast mit einer hohen Peak-to-Average-Ratio. Also wenn Station 1 plötzlich mal das Tausendfache von Station 2 sendet und nachher ist es dann wieder umgedreht, ja, dann bringen Ihnen diese festen Slots überhaupt nicht. Ja. Dann bringen die Ihnen lediglich, dass sie einen permanent zu wenig geben und dem nächsten dann permanent zu viel, weil der gerade nichts zu senden hat. Also das ist sehr, sehr ungeschickt. Das atmet halt nicht mit der Verkehrslast mit. Können wir das dynamisch machen? Ja, eine Möglichkeit, das dynamisch zu machen, wäre das sogenannte Bitmap-Protokoll. Bitmap steht hier, wie gesagt, für eine Bitmaske, ja. Und diese Bitmaske markiert, wann eine Station etwas zu senden hat und wann nicht. Und das macht jede Station selbst. Also wir haben hier, Sie sehen das hier, wir haben 8 Contention-Slots zum Beispiel. Und wenn eine dieser 8 Stationen was zu senden hat, dann würde das über diese Bitmaske ankündigen. Alle hören auf diese Contention-Slots, alle Stationen hören das und damit wissen alle, dass jetzt Station 1 senden wird. Ja, Station 1 markiert hier sozusagen seinen Slot und dann Station 3 und 7 tun dasselbe und belegen die Slots dann entsprechend. Da die anderen Teilnehmer, also 2, 0, 2, 4, 5 und 6, das ja wissen, interferieren die hier nicht. Ja, das ist die Grundidee. Also sozusagen, Sie haben diesen Ankündigungskanal noch immer dazwischen. Ja? Also in dem Kanal hier im Sinne eines logischen Kanals. Und wenn das so funktioniert, ja, dann haben Sie eben diese Reservierungen, die die Stationen selber machen können. Das heißt, Sie brauchen da auch keinen zentralen Koordinator. Und Sie haben Kollisionen komplett vermieden. Also Kollisionen können hier nicht auftreten. Bedingung ist natürlich, Sie haben Broadcast. Sie nutzen ja hier aus, dass Sie auf der physikalischen Ebene diese Rundrufeigenschaft haben, die wir ja zum Beispiel, das haben wir im Praktikum besprochen, bei der Switch emulieren müssen. Ja, die Switch hat ja immer nur eine Verbindung gleichzeitig, ne? Also verbindet immer nur zwei Hosts. Im Gegensatz zu Hub, wo zum Beispiel alle den geteilten Speicher hören können, oder im WLAN, wo alle zumindest theoretisch auf den Funkkanal hören können. Aber die Switch muss das halt emulieren, indem sie dann eben so ein Broadcast-Paket an alle nochmal verteilt. Ja, an alle angeschlossenen Hosts. Ja, aber das würde funktionieren, ne? Und dann habe ich keine Kollision aufgrund dieses Ankündigungskanals. Das ist eine Möglichkeit, sowas zu bauen. Ja, diskutieren wir es mal durch. Was sind so die Vor- und Nachteile dieses Protokolls?
Es ist immer geschickt, solche Protokolle immer bei niedriger und bei hoher Last zu analysieren. Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Sie erinnern sich, das haben wir bei Aloha mal gemacht und das haben wir, ich glaube, bei CSMA auch mal besprochen mit unserer Kurve da, wie sich das bei verschiedener Last auswirkt. Und naja, bei niedriger Last, da gibt es ja nicht so viele Ankündigungen. Ja? Im Extremfall habe ich zum Beispiel nur einen Nutzer, der die ganze Zeit den Kanal nutzen will. Er muss aber warten, bis er dran ist. Also mindestens die gesamte Contention-Phase muss er warten, weil ich muss ja für alle Nutzer Slots freihalten, also in dieser Bitmaske. Ne? Ich gehe nochmal zurück. Auch wenn nur User 1 zum Beispiel was zu senden hätte, müsste ich ja den anderen die Chance geben, ihre Sendung anzukündigen. Also muss ich diese Zeit warten. Ne? Also muss User 1 diese Zeit hier warten zum Beispiel. Also habe ich bei niedriger Last ein relativ hohes Delay, das ich nicht hätte bei CSMA. Bei CSMA würde ich hören, als Nutzer 1 würde merken, da ist keiner, würde sofort, fast sofort senden, ne, nach meinem Interframe Gap. Ja, also im Vergleich zu CSMA haben wir ein höheres Delay bei niedriger Last. Bei höherer Last ist das Verfahren allerdings effizienter als CSMA. Warum? Naja, sie garantieren ja Kollisionsfreiheit. Sie verlieren also keine Pakete durch Kollisionen. Zwar gleicht CSMA durch den Exponential Backoff das aus, ne? Also das, indem sich alle Nutzer so ein bisschen zurückziehen, also alle Nutzer, die die Kollision mitkriegen, ziehen sich ja zurück und entlasten das Medium. Aber das dauert eine Weile, bis die das machen und die Kollision ist ja schon passiert, ja? Wohingegen sie hier gar keine Kollision haben und daher einen stabilen Durchsatz haben und tatsächlich auch einen stabilen Jitter, ne? Weil sie ja nicht zusätzliche Verzögerungen reinkriegen aufgrund dieser Kollision. Ja, sie müssen ja auch nichts wiederholen. Und daher haben sie auch einen Vorteil bei der Verzögerungszeit im Sinne des Jitters, dass sie daher eben keine große Varianz reinkriegen. Übrigens, Carrier Sense machen wir hier natürlich trotzdem, weil wir ja auf diese Contention-Phase hören und auch vorher hören, ob da jemand sendet. Aber wir machen eben hier nicht diesen Exponential Backoff von Ethernet. So, das ist ein Beispiel eines kollisionsfreien Protokolls. Eigentlich eine relativ clevere Idee. Hat auch wieder eine Analogie zum Mobilfunk, wo wir aber, wie gesagt, einen zentralen Koordinator haben. Also da reservieren die Teilnehmer ihre Slots nicht selbst, sondern die melden sich an und sagen, ich hätte jetzt was zu senden. Das ist egal, ob im Uplink oder im Downlink, also egal in welche Richtung. Und dann gibt die Basisstation einen sogenannten Scheduling Grant raus, die sagt dann, Teilnehmer 7 darf jetzt senden, alle hören das und schweigen dann in dem Moment, in dem Teilnehmer 7 sendet. Teilnehmer 7 hört das natürlich auch und sendet dann und nutzt diesen Slot aus. Das ist ein bisschen von der Organisation ein bisschen komplexer, von der Algorithmik aber tatsächlich ein bisschen einfacher, ja? Weil ich da eben nicht dieses diesen asynchrone Exponential Backoff habe. Wenn Sie das genau wissen wollen, kommen Sie im Master zu mir in die zellulare Netze-Veranstaltung. Da erkläre ich das dann ganz genau, wie das Medium im Mobilfunk aufgeteilt wird auf verschiedene Nutzer. Gut, den letzten Fall noch. Das ist der sogenannte Limited Contention. Ja, das ist so dazwischen. Also nicht ganz kollisionsfrei, aber eben lasse auch nicht immer Kollisionen zu. Kriege ich dann das Beste aus beiden Welten? Ich würde das schon gerne haben. Ne? Also so dazwischen spielen. Also bei niedriger Last vielleicht die Verzögerung ein bisschen verringern und bei höherer Last natürlich auch einen hohen Durchsatz erreichen. Also quasi die Eigenschaften eines Contention-Protokolls. Das ist das kollisionsbasierte Protokoll. Ja, das nennt man auch Contention-Protokoll. Also zum Beispiel Ethernet mit den Eigenschaften dieses Contention-Free-Protokolls kombinieren. So, das geht. Eine Möglichkeit hier wäre eine Adaption der Anzahl der Stationen, die pro Contention-Slot arbeiten können. Ja, also diese Contention-Slots, die sind ja für den Durchsatz ganz geschickt, aber bei niedriger Last fangen wir uns ja dadurch dieses Delay ein. Und deswegen könnte ich jetzt sagen, ich erlaube jetzt, dass mehrere User so einen Slot dynamisch sich teilen könnten. Ich erlaube jetzt zum Beispiel User 1 und 2, sich einen Slot zu teilen. Dann kann da natürlich zwischen User 1 und 2 eine Kollision stattfinden. Aber da die sich eben nicht den gesamten Übertragungszeitraum teilen, sondern nur einen bestimmten Slot, ist diese Kollision auf diesen Slot begrenzt und andere Teilnehmer wären davon nicht betroffen. Ja, also Sie merken, das ist so ein Mittelweg. Wie würde man das machen? Naja, das könnte man machen, indem man zum Beispiel durch so einen Baum geht. Dieser Adaptive Tree Walk funktioniert so: Sie fangen einfach mal an mit einem vollen Contention, also das wäre hier. Und sie sagen, alle Knoten,
haben einen Slot, also nehmen den, haben denselben Slot. Den teilen die sich. Wenn jetzt eine Kollision passiert, ja, dann verdoppel ich wieder die Anzahl der Slots. Das heißt, ich teile meine Übertragungszeit durch zwei und sage, naja, Hälfte der Stationen darf den ersten Slot verwenden, Hälfte der Stationen darf den zweiten Slot verwenden. Ja? Dann bin ich hier. Ne? Und dann sehen Sie, haben Sie die Kollisionsdomäne schon mal geteilt. Also User A und B und C und D können hier miteinander noch kollidieren, aber zum Beispiel User A und E können nicht mehr kollidieren. Also diese linke Seite des Baumes kann nicht mehr mit der rechten Seite des Baumes kollidieren. Sollte jetzt nochmal eine Kollision stattfinden, dann verdoppeln Sie wieder die Anzahl der Slots, ja? Und dann können nur noch User A und B miteinander kollidieren, aber zum Beispiel nicht mehr User A mit User C. Und so weiter und so weiter. Ne? Also bis zum Beispiel, wenn ich es nochmal verdopple, dann nur noch User A zum Beispiel den Slot hat. Dann habe ich zwar den Nachteil wieder, dass jeder User seinen eigenen Slot hat und ich wieder diese Verzögerung hätte, habe aber die Kollision aufgelöst. Und das mache ich eben auch wieder adaptiv nach der Anzahl der festgestellten Kollisionen. Also ich benutze Kollisionen hier wieder als Lastindikator. Ja, je mehr Kollisionen auftreten in Folge zum Beispiel, umso höher ist die Last, die ich damit schätze, und umso mehr Contention-Slots brauche ich. Das ist die Grundidee hinter diesem Adaptive Tree Walk. Und wie gesagt, bei TCP kriegen wir die Grundidee wieder. Merken Sie sich das schon mal. Schreiben Sie sich mal TCP daneben in Ihre Notizen. Gut, haben Sie noch Fragen zu den generellen Prinzipien von MAC, also von Medium Access Control? Medium Access Control, wie gesagt, beschäftigt sich mit dem Problem, wie teile ich den Kanal auf mehrere Nutzer auf und wie gehe ich mit den Konsequenzen dieser Aufteilung um. Wenn ich keine fixe Aufteilung mache, was ich aus Effizienzgründen in der Regel nicht möchte, kann ich Kollisionen haben. Also wie gehe ich dann mit Kollisionen um? Wie vermeide ich die? Also zum Beispiel ein Exponential Backoff. Ja, und was mache ich, wenn eine Kollision stattfindet? Ja, wiederholen, aber wie oft? Sofort? Nein, also wie gesagt, nach dem Exponential Backoff. Und der Exponential Backoff sorgt eben auch noch dafür, dass ich das Medium entlaste, indem ich länger warte. Also das ist so ein bisschen die Grundidee hier, dieser Staureduktion, sage ich mal, die hier stattfindet. Ja, also das passiert im Mac. Das waren so die Grundprinzipien, ne? Also wir haben so statisches Multiplexing oder generell die Frage des Multiplexings kennengelernt. Dann haben wir uns überlegt, dass man das geschickter dynamisch macht. Dann haben wir gemerkt, was passiert bei Kollisionen. Haben auch gesehen, dass Slotted Time auch ein Vorteil sind. Ja, bei Aloha insbesondere haben wir mal eben die Rate verdoppelt. Dann haben wir CSMA diskutiert, also dass es geschickter ist zu hören, bevor man redet. Dass man sich allerdings dann trotzdem noch ins Wort fallen kann und haben heute noch diskutiert, was man dann tut, ja, wie man das Medium dann in Folge entlastet durch längeres Warten und dass man, bevor man dann wieder versucht, Paket zu senden und dass es eben auch noch Möglichkeiten gibt, komplette Kollisionsfreiheit zu implementieren oder Mittelwege dazwischen zu implementieren. So, wenn Sie Fragen haben, dann würde ich vorschlagen, dass Sie das jetzt in den Chat nochmal tippen zu den Grundprinzipien. Ich würde dann jetzt mit Ethernet weitermachen. Kurze Diskussion von Ethernet nochmal als praktischen Fall. Wir haben ja, wie gesagt, den Exponential Backoff-Algorithmus von Ethernet diskutiert, haben auch gelernt, dass Ethernet ein CSMA-CD-Protokoll ist, Carrier Sense Multiple Access with Collusion Detection. Und das ist ja auch ein, ich sag mal, ein Standard, der sich schon seit langer Zeit gut durchgesetzt hat. Das MAC, also das Medium Access Control, ist eben auch eins der Probleme, mit dem das Ethernet fertig werden muss. Die Lösung dieses Problems, also der Exponential Backoff-Algorithmus, ist auch sehr alt. Also das ist schon sehr früh standardisiert worden und hat sich seitdem auch kaum geändert. Auch ein Indiz für einen guten Algorithmus, dass der sich nicht irgendwie mit jedem neuen Physical Layer zum Beispiel ändert. Ja? Also der ist bei Gigabit Ethernet fast noch identisch bis auf ein paar Parameter zu zum Beispiel dem Ursprungs-Ethernet, was ja erheblich langsamer war. Standards hatte ich schon mal erwähnt. Wir hatten das ja schon mal am Ende des Physical Layer Kapitels durchdiskutiert, wie da so die Standards heißen. Also das ist in dem Fall der IEEE 802.3. Das ist die Standardfamilie. Und da ist das MAC unter anderem mitstandardisiert. Da sind aber auch so andere Sachen mitstandardisiert wie Kabel, Verbindungsstecker, physikalische Schicht, das hatten wir ja schon mal besprochen, MAC-Sublayer, Switched, Gigabit etc. So, das Ursprungsdesign von Ethernet sehen Sie hier. Also das ist vom Bob Metcalfe, das hat der 73 mal in das Original
Dokument vom Ethernet Design so reingeschrieben und Sie sehen hier, wo das herkam. Also man hatte wirklich so ein dickes Koaxialkabel, das ist hier gelb. Das wurde der Äther genannt. Und auf den haben sich dann die Hosts so drauf gestochen. Ja, also die haben wirklich den äußeren Schirm des Koaxialkabels durchstochen, um dann innen auf den Innenleiter zu kommen. Das waren die sogenannten Vampire, ja, weil diese Stecker eben quasi so vampirmäßig durch den Schirm gegangen sind und hatten dann eben die Möglichkeit, Daten zu senden. Der Transceiver ist hier nochmal extra dargestellt, sozusagen als Erweiterung des Steckers. Dann haben Sie hier ein Kabel, das ist dann sozusagen das digitale Datenkabel schon zum Host. Und das wäre dann zum Beispiel der Computer. Ja, also das ist so die Grundidee oder die Ursprungsarchitektur vom Ethernet mal gewesen. Ja, wie man das jetzt genau macht, hängt wie gesagt vom Medium ab. Üblicherweise Manchester Encoding bei 0,85 Volt plus minus. Üblicherweise haben sie da ein paar Kondensatoren drin, dass sie da kein Gleichspannungsoffset haben, also keine Verschiebung einer Spannungsachse, einer Y-Achse. Und wir hatten ja Frames markiert durch eine Single Violation. Ne? Also wir hatten ja zum Anfang, das haben sie ja schon gelernt, beim Link Layer hatten wir ja zum Anfang diesen Start-of-Frame-Delimiter, der uns dann sagt, okay, ab jetzt geht's wirklich los und dann kommt natürlich die Empfängeradresse als erstes. Hier sind mal so ein paar Kabel nochmal, die ich einfach mal schnell angeben wollte. Das sind so ganz relativ alte Kabel, die man so hat. Hier ist auch nochmal dieses Koax-Kabel dargestellt mit diesem Vampir. Aber was wir ja heute alles verwenden, seit 10BASE-T Ethernet, ja, inzwischen haben wir da wie gesagt ein Gigabit über diese Twisted-Pair-Kabel. Sie haben auch noch 10 Gigabit pro Sekunde über ein Twisted-Pair-Kabel. Das ist dann allerdings ein Kabel, wo Sie den Stecker nicht mehr selber montieren können sozusagen und was Sie auch selber nicht mehr auf eine Patchbay kriegen. Das ist also dann keine einfache elektrische Verbindung mehr. Da muss dann massiv an der Schirmung sozusagen gearbeitet werden, dass das noch geht. Aber ich sag mal, bis ein Gigabit Ethernet kann man schon von so einer einfachen elektrischen Verbindung mit einem, auch beim Twisted Pair, noch im Schirm ausgehen. Den Header haben wir schon diskutiert, muss ich jetzt eigentlich nicht nochmal machen. Das war ja das Preamble fürs Clocking, also um den Bit-Takt zu bekommen, brauchten wir die Preamble. Dann hatten wir diesen Start-of-Frame-Delimiter, das war sozusagen diese Codeverletzung, wo wir dann am Ende diese 1 hatten. Und dann haben wir diese Adressfelder und die Datenfelder, das haben wir ja schon besprochen. Und dass die Reihenfolge natürlich auch wichtig ist, weil ich natürlich zuerst aufgrund dieser Broadcast-Eigenschaft entscheiden muss, ist das Paket für mich. Ne? Jede Station hört ja erstmal alles, also zumindest müssen Sie davon ausgehen. Daher ist es natürlich wichtig, dass ich die Empfangsadresse zuerst habe. So, Mac-Algorithmus, CSMA-CD, hatte ich schon erwähnt, mit einem binären Exponential Backoff. Also das ist kein Quatsch, was ich Ihnen vorhin erklärt habe. Das ist tatsächlich der Mac-Algorithmus vom Ethernet, der natürlich auf einem Carrier-Sense Multiple Access mit Kollisionserkennung, also mit CD, basiert. Switched Ethernet, warum ist das eine tolle Sache? Naja, das ist auch wieder ein bisschen vergleichbar mit diesem Adaptive Tree Walk. Ja? Sie wollen die Kollisionsdomäne reduzieren. Also Sie wollen nicht, dass alle Hosts auf einem Medium stecken, sondern Sie wollen, dass möglichst wenig Hosts sich gleichzeitig sehen. Und das sind bei einer Switch zum Beispiel nur mal gerade 2. Ne? Also das ist leider hier ein bisschen verschoben in der Grafik. Aber stellen Sie sich vor, das ist jetzt alles ein bisschen weiter links, dann würden sich zumindest nur diese beiden Verbindungen sehen. Und das würde ich dann eben relativ schneller zeitlicher Folge schalten. Und dann habe ich elektrisch ja einfach nur 2 Hosts, die sich sehen, habe also erstmal Kollisionen per se ausgeschlossen. Auf logischer Ebene können auch mit einer Switch Kollisionen passieren. Warum? Naja, weil auch eine Switch einen Prozessor hat, der schnell genug schalten muss und auch eine Switch einen Eingangspuffer hat, um Pakete zwischenzuspeichern, wenn der Prozessor nicht schnell genug schalten kann. Ja, also die Kapazität der Switch, also insbesondere auch der Leitungen, die da angeschlossen sind, ist ja endlich. Und irgendwann läuft dieser Eingangspuffer über und an der Stelle haben Sie natürlich eine Kollision, ja, weil Sie ja das Medium quasi überlastet haben. Also auch da kann ich Staus haben in der Switch. Auch da habe ich am Ende, zumindest auf logischer Ebene, ein geteiltes Medium. Es ist nicht so, bloß weil Sie jetzt keinen physischen Kanal haben, den Sie sich teilen, dass Sie da keine geteilten Ressourcen hätten. Das haben Sie natürlich im Sinne des Switch-Prozesses und des Pufferspeichers auch. Und warum man diesen Pufferspeicher nicht unendlich groß macht, habe ich Ihnen ja, glaube ich, schon oft genug erklärt. Hatte was mit Delays zu tun, für die jetzt nicht gerade drauf kommen. So sieht eine Ethernet-Switch aus.
Sie haben hier diese Switch-Matrix, das ist, was ich eben mit Switch-Prozessor auch bezeichnet habe, der quasi dieses schnelle Schalten macht zwischen den Ports, je nach Sender- und Empfangsadresse und wie eine Switch diese Liste aufbaut, also Portnummern dann die MAC-Adressen zuteilt, das wissen Sie ja. Das haben wir ja im Praktikum auch geübt, ja, und das haben wir auch im Praktikum gesehen. Ja, und basierend auf dieser Tabelle sozusagen schaltet die Switch dann natürlich durch und das muss sie schnell genug machen. Und da sie eben manchmal nicht schnell genug schalten kann, weil zum Beispiel gerade noch ein Frame unterwegs ist auf dem Link, also auf dem aktuell geschalteten Link, brauchen wir diese Puffer. Also wir haben pro Port dann eben so einen Eingangspuffer. Das ist hier mal als Queue, als Warteschlange bezeichnet. Da wir in Netzen üblicherweise nur FIFO machen, ist das analog zu einem Puffer bei uns. Ja? Also bei Datenspeichern hat man manchmal auch LIFO-Puffer, aber in Netzen hat man in der Regel sowas wie ein FIFO oder priorisierte Queues. Aber das sind so Warteschlangen, die wir haben. Ne? Das ist, was ich vorhin meinte, das ist sozusagen die geteilte Ressource. Und die Kollisionsdomäne ist eben hier, ne? An der Stelle. Dieser Kasten drumherum ist sozusagen auch der Kasten Ihrer Switch, ja? Wenn Sie so wollen. Also das ist hier alles eingebaut in die Switch. Ja, Fast Ethernet ist inzwischen schon wieder slow, ne? Das ist immer so das Problem, wenn man so Geschwindigkeiten oder Leistung in den Namen reindrückt von solchen Standards, ne, dann muss man dann aus Fast dann Faster und Superfast und Hyperfast machen. Ein ähnliches Problem haben die Videoleute mit ihren Auflösungen. Wir sind ja, glaube ich, inzwischen schon bei Ultra High Definition oder sowas. Da akkumulieren dann die Superlative mit den Standards. Genau, High-Speed USB, ja, USB Superspeed, genau, ja, vielen Dank dafür. Ja, also akkumulierte Superlative in den Standardnamen, das ist ein Problem, das sollte man vermeiden. Aber gut, damals war das halt Fast, ne? 92 hat man entschieden, naja, Fast ist eben nicht fast genug, machen wir das noch ein bisschen schneller. Und wie haben wir das erreicht? Mit zwei Mitteln, also zum einen haben wir die Bitzeit verringert. Ja, das hat dann natürlich den Vorteil, dass ich hier das Zehnfache der Datenrate habe, weil ja ein Bit nur noch die Zehntel der Zeit braucht. Bedeutet aber, dass ich die Leitungslänge verkürzen muss, weil natürlich diese Bits, wenn ich das Bit kürzer sende, empfange ich es mit weniger Energie, muss mich also in der Leitungslänge einschränken, um das zu kompensieren und brauche auch eine minimale Paketgröße, damit ich trotz dieser kurzen Bitzeit noch mein Paket lange genug auf der Leitung habe, sodass ich Kollisionen erkennen kann. Die minimale Paketgröße, die Sie ja auch schon gesehen haben im Frame, ne, da haben wir das ja auch schon definiert damals, als wir gesagt haben, das Datenfeld hat eine minimale Größe, die kommt daher, dass wir die Bitzeit ursprünglich mal verkürzt hatten. Und Paketgröße, also Bits pro Paket, mal Bitzeit ist ja dann die Zeit, die das gesamte Paket unterwegs ist. Und dafür muss ich ja eine minimale Zeit einhalten, damit ich in der Lage bin, Kollisionen dann tatsächlich auch an verschiedenen Ecken des Netzes, also meines LANs, zu erkennen. Ja, hier Fast Ethernet, ja, das war dann eben 100 Megabit pro Sekunde. Das ist ja ein relativ berühmter Standard, der jetzt auch teilweise immer noch verwendet wird. Inzwischen ist, glaube ich, so Gigabit pro Sekunde Mittel der Wahl, also so die Commodity, aber das fällt dann auch immer noch auf 100 Megabit pro Sekunde zurück, falls vielleicht irgendwie das Kabel schlecht ist. Und naja, da gibt es verschiedene Kabel, die spezifiziert wurden, Twisted Pair, aber auch Glasfaser. Und Glasfaser ist natürlich störungsfreier als ein Twisted Pair Kabel, also das ist ein Kupferkabel, insbesondere weil Twisted Pair ja ein relativ einfaches Kupferkabel mit schlechterer Schirmung ist im Vergleich zu einem Koaxialkabel, ne, was natürlich eine bessere Schirmung hat und der Schirm schließt ja auch den Datenleiter ein. Und das haben wir eben beim Twisted Pair erstmal nicht. Und daher haben wir da eben diese kürzere Segmentgröße, also 100 Meter, was sie dann maximal kriegen. Und abhängig vom Kabel wird dann auch mal eine andere Bit-Kodierung verwendet, also 4B, 5B, das ist ein Bit-Takt-Verfahren, also ein Verfahren, um den Bit-Takt zu übertragen. Die Denkweise ist ähnlich wie bei Manchester, es ist ein anderes Verfahren als Manchester, aber auch das verwendet man zur Übertragung des Bit-Takts. Kann man das noch schneller machen? Na klar, und das Ergebnis sehen Sie alle, wenn Sie irgendwo so einen RJ45-Stecker in den Ethernet stecken. Das hat man 95 dann spezifiziert als Gigabit Ethernet. Wir wollten eigentlich alles so weit lassen, wie es geht, eben nur schneller übertragen. Leider ging das nicht mehr mit Hubs und leider ging das auch nicht mehr mit Multi-Drop-Configurations. Ja, was ist eine Multi-Drop-Configuration? Sie sehen das hier unten.
wenn sie zwei Switches oder Hubs miteinander verbinden. Das geht seit Gigabit Ethernet leider nicht mehr. Da müssen Sie entweder Hosts direkt verbinden oder alle sternförmig alle Hosts an eine Switch packen. Ja, das ist ein bisschen ungeschickt. Also, oder Sie haben eben spezielle Link-Ports an den Switches, das sind dann aber proprietäre Ports, die dann erstmal mit Ethernet an sich nichts zu tun haben. Ja, aber wir haben einen Gigabit bekommen. Ne? Kurze Diskussion, ja, Hub-Switch haben wir ja im Praktikum auch schon gesprochen. Switch habe ich eben den Vorteil, dass ich die Kollisionsdomäne erstmal auf der physikalischen Ebene nicht teile und dass ich Full-Duplex habe auf jedem Link. Full-Duplex oder Voll-Duplex auf Deutsch bedeutet, dass ich in beide Richtungen gleichzeitig senden und empfangen kann. Aber ich habe eben mein Broadcast nicht mehr. Ne? Also meinen physikalischen Broadcast-Kanal muss ich emulieren, indem ich einfach ein Broadcast-Paket an alle Hosts, die angeschlossen sind, schicke. Wohingegen ich in der Hub einen physikalischen Broadcast habe, weil das ist im Wesentlichen geteilter Speicher, bei dem, in dem Daten zwischengespeichert werden, auch noch verstärkt werden und das kann sich dann eben jeder Teilnehmer abholen dort. Und Kollisionen können natürlich passieren, weil das ist ein geteilter Speicher. Ist auch Halbduplex, also gleichzeitig senden und empfangen geht nicht. Und weil eben, ich sag mal, die Verstärkung eben nicht so hoch ist, haben wir eben auch noch eine beschränkte Kabellänge. Auch und aus dem Grund, dass man das Interframe-Gap nicht noch höher machen will, um Kollisionen, die am Rand des Netzes entstehen, erkennen zu können. Ja, ich hoffe, der Zusammenhang ist klar. Ne? Wenn ich meine Kabellänge länger mache und Kollisionen passieren können auf Kabelebene oder auf Hub-Ebene, ja, dann muss ich natürlich länger warten. Also ich muss eine längere Verzögerungszeit für das Erkennen dieser Kollision einplanen. Das heißt, ich müsste ein längeres Interframe-Gap wählen und das kostet mich ja permanent Durchsatz. Ja, also die Leitungslänge beschränkt sich auch aufgrund bei Ethernet aufgrund der Kollisionserkennung. Also nicht nur, weil man schlechte Kabel nutzt zum Beispiel. Das hat man dann eben weggenommen. Also das war bei Gigabit Ethernet dann, hat sich das nicht mehr gelohnt, da noch Hubs zu verwenden. Also gerade Half-Duplex schlägt da rein und ja, 25 Meter ist jetzt für Ethernet vielleicht auch die Grenze der Kabellänge, die noch praktikabel ist in zum Beispiel Großraumbüros. Ja, also daher hat man Hubs da weggenommen und es geht weiter natürlich mit der Ethernet-Standardisierung. So, jetzt wird es langsam interessant. 2010 hat man dann 40 und 100 Gigabit Ethernet spezifiziert. Wir betreiben zum Beispiel im 5G-Labor ein 100 Gigabit Ethernet, weil wir das da einfach brauchen für die Messung, die wir da machen. Und die sind ja so vor ja, gut 6 Jahren, seit gut 6 Jahren können sie das kaufen. Das sind dann allerdings diese twinaxialen Kabel, wo sie auch, wie gesagt, nicht mehr an den Stecker selber kommen, wo der Stecker so fest verlötet und verschirmt ist mit dem Kabel. Und das ist dann ja fast eine glorifizierte USB-Verbindung oder USB-3-Verbindung, wenn Sie so wollen. Weil das, naja, 7 Meter ist auch so an der Grenze, was man tatsächlich auch auf einer einfachen Desktop-Installation noch haben will. Geschweige denn in einer Büroinstallation würde man das dann nicht mehr machen. Ne? Optisch wird das dann langsam wieder praktikabel. Ne? Also wenn Sie dann die Transceiver-Module austauschen und die von Kupfer auf optisch gehen, dann kriegen Sie durchaus je nach Transceiver-Modul und optischer Faser auch mal 40 Kilometer überbrückt. Das ist ja dann eine Sache, die für eine Büroinstallation auch wieder sinnvoll ist. Ja? Also mehr als das eigentlich. Ne? Ja, wie sieht Ethernet-Verkehr aus? Das ist eine Sache, die ich Ihnen jetzt noch erklären möchte. Also pro Zeiteinheit, wie viele Pakete gibt es denn da? Wie sieht sowas in der Praxis aus? Gehen wir mal davon aus, dass viele Quellen an einem Ethernet hängen, also an einem LAN hängen, und dass die unabhängig voneinander Verkehr generieren. Also ich will Ihnen jetzt gleich ein bisschen Ethernet-Verkehr zeigen und der ist eben unter dieser Annahme gemessen. Was bedeutet das, dass die Quellen unabhängig voneinander Verkehr generieren? Na, das bedeutet, dass die zum Beispiel jetzt nicht, wie wir gerade eine Videokonferenz machen. Im Moment ist der Verkehr, den Sie alle empfangen, ja nicht unabhängig voneinander, weil Sie haben genau eine Quelle und Sie empfangen alle ja fast die gleichen Daten. Bei der Telefonie wäre das auch so, ein Teilnehmer und Empfänger, die Übertragung korreliert ja schon, also was die übertragen miteinander. Aber wenn die jetzt alle zum Beispiel unabhängig voneinander websurfen, dann wäre das ein gutes Beispiel für so eine unabhängige Generierung von Verkehr.
Man würde jetzt intuitiv sagen, das ist ab und zu bursty, ne? Das habe ich Ihnen ja auch mal gezeigt zum Anfang dieses Kapitels. Also ab und zu, ne, Sie klicken auf einen Link beim Surfen und Sie generieren erstmal sozusagen in die eine Richtung einen Request, das ist erstmal ein Burst und dann kommt vom Webserver was zurück und Sie kriegen in der andere Richtung, also quasi im Downlink, den Reply oder die Response von Ihrem Webserver. So, dann ist der Burst vorbei. Sie lesen, was Sie da angefragt haben. Ja, Seite baut sich auf, Sie lesen das und dann klicken Sie vielleicht auf den nächsten Link und dann haben Sie den nächsten Burst. Ne? Also da haben wir schon mal die Annahme, dass das Bursty sein kann. Aber was würden Sie sagen, wenn ich mir das jetzt über lange Zeit ansehe? Also ich schaue mir das jetzt mal über so eine Stunde an. Ja, oder vielleicht erst mal über eine Minute, dann über 10 Minuten, dann über eine halbe Stunde, dann über eine Stunde. Das sollte sich doch eigentlich wegmitteln, oder? Was meinen Sie? Das sollte sich doch glätten. So, naja, das ist so ein bisschen gespalten, aber ich würde sagen, der Großteil von Ihnen hat schon eine ganz gute Intuition, weil da glättet sich gar nichts. Bursty Traffic bleibt Bursty. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Mich hat das tatsächlich das erste Mal überrascht, als ich das gesehen habe. Weil ich hätte erwartet, dass sich das schon so ein bisschen glättet, ja, mit der Zeit. So, ich mache mal alle Grafiken auf und dann erkläre ich Ihnen, was Sie sehen. Ja, hier haben Sie nochmal die Quelle. Können Sie auch mal raufklicken, da können Sie sich das anschauen. Ist schon ein sehr altes Paper und später hat man da auch, also dieses Paper war so der Beginn eines Trends. Man hat dann angefangen, auch zum Beispiel Backbone-Verkehr im Internet zu analysieren und der sieht ganz genauso aus. Also das ist relativ egal, ob wir hier über Ethernet oder Internet-Backbone reden. Die haben alle dieselbe Eigenschaft und diese Eigenschaft ist so eine Selbstähnlichkeit. Man kann auch sagen, eine fraktale Eigenschaft. Also Fraktale sind auch selbstähnlich, wenn Sie das schon mal gesehen haben in der Grafik. Und das bedeutet, wenn Sie rauszoomen, kriegen Sie immer wieder dieselbe korrelierte Struktur. Ja, hier sieht man das. Also ich habe hier den Fall, dass ich mir mal so 0,01 Sekunden anschaue. Also ein Strich sozusagen hier entspricht 0,01 Sekunden. Und dann sehe ich eben hier, habe ich so eine gewisse Burstiness drin. Ne? Also ich habe hier so mal kurze Phasen, wo wenig Verkehr ist, aber ich habe hier eben auch Lastspitzen. So, hier gehe ich jetzt einen Faktor 10 raus. Ich zoome sozusagen auf der Zeitebene, gehe ich raus. Ja? Und Sie sehen, dass der schwarze Teil hier unten ist jetzt eben dieser Ausschnitt, der hier ein bisschen dunkler, also schwarz. Und der dunkelgraue Ausschnitt ist jetzt eben ein größerer Zeitbereich. Hier steht eine 1000, also es werden immer 1000 Samples dargestellt und dann jeweils mit der Zeiteinheit, die hier angegeben ist. Also in dem Fall 1000 mal 0,1 habe ich hier halt 100 Sekunden, die ich jetzt sehe. Ja, vorher hatte ich nur 10 Sekunden, die ich hier sehe. Und diese 10 Sekunden, wie gesagt, sind hier nochmal schwarz markiert. Und Sie sehen, diese Fraktale oder diese selbstähnliche Eigenschaft verschwindet nicht, ne? Also Sie haben weiterhin Bursts. Und weiterhin Zeiträume mit geringer Last. So, jetzt zoome ich wieder raus. Nochmal ein Faktor 10. Jetzt habe ich hier, jedes Sample ist jetzt hier eine Sekunde. Hier ist mein kleiner mini-schwarzer Strich. Das ist, was ich hier unten ursprünglich mal gezeigt habe. Das dunkelgraue ist hier der Bereich rechts, ja. Und das hellgraue ist eben der, sind jetzt die neuen Daten. Und jetzt sehe ich hier schon mal 1000 Sekunden auf der gesamten Zeitachse. Und ja, das sieht noch genauso schlimm aus, ne? Immer noch bursty, ja? Also Lastspitzen wieder gegen einen geringer Last und Zeitintervalle mit hoher Last. Und so weiter und so fort. Ja, bis ich am Ende hier 100.000 Sekunden zum Beispiel darstelle, meinen ganz ursprünglichen schwarzen Bereich gar nicht mehr erkennen kann. Und Sie sehen, diese Selbstähnlichkeit verschwindet nicht. Das ist diese selbstähnliche Natur von Verkehr oder von Last. Wenn Sie unabhängige Teilnehmer haben, die zufällig, also nach dem Contention-Prinzip, man könnte auch im Internet-Terminologie sagen, nach dem Best-Effort-Prinzip, auf ein geteiltes Medium zugreifen. Ich habe das jetzt absichtlich verallgemeinert. Haben Sie es gemerkt? Ich rede jetzt hier gar nicht mehr über Ethernet. Ich rede jetzt hier auch schon über das Internet, weil im Internet haben wir natürlich auch geteilte Medien. Das sind dann eben mehr als ein Kabel oder mehr als ein Switch. Das ist dann auch noch ein Router, ja, diverse Switche, vielleicht andere Hosts, die noch dazwischen hängen, die irgendwelche Filterungen machen, etc. Aber all das sind zentrale Ressourcen, die geteilt werden und die uns am Ende
das Gefühl einer End-to-End-Verbindung geben. Bei TCP sehen wir ja gar nicht mehr die einzelnen Switches und die einzelnen Router. Wir haben eine direkte Verbindung zwischen zwei Hosts, die vielleicht auf anderen Kontinenten sind, ja? Und über viele, viele verschiedene Router und Kabel miteinander verbunden sind. Und auch das ist eine geteilte Ressource. Und die Grundeigenschaft dieser geteilten Ressource bei zufälligem Zugriff ist eben diese Selbstähnlichkeit. Und ich fand das, als ich das erste Mal gesehen habe, überraschend. Und ich finde das spannend, weil das sagt uns, dass unser Designentwurf kein statisches Multiplexing, sondern stattdessen randomisierter Best Effort, also direkter Zugriff auf den Kanal oder auf das Medium, Wettbewerb zwischen den Teilnehmern und Kollisionsauflösung durch ein zufälliges Wartefenster, was dann aggressiv erhöht wird, dass das eine gute Methode ist. Also nicht nur für Ethernet, sondern auch fürs Internet. Das ist also im Prinzip ein Grund, warum Best Effort, so wie man das Internet designt hat und auch wie man Ethernet designt hat und auch WLANs designt hat, eine gute Sache ist. Ja? Warum das eine gute Designentscheidung war. Und weil sie eben immer Lastspitzen haben werden, egal wie oft sie glätten, egal wie groß ihre Puffer sind, die sie dazwischen packen. Weil ein Puffer würde ja eine Glättung machen. Das wollte ich Ihnen zum Abschied noch mitgeben. Also, dass die Urväter des Ethernets und auch die Urväter des Internets da richtig lagen. Mit ihren Annahmen und auch mit ihrer Intuition des Verkehrs, also der, wie sich Last generiert. Und das wurde ja dann auch in den 90ern entsprechend gezeigt und auch später in den 2000ern auch fürs gesamte Internet gezeigt. Ich fasse zusammen, MAC-Protokolle sind eben eine essentielle Zutat für guten Layer-2-Durchsatz. Wenn wir statisches Multiplexing machen würden, würden wir entweder permanent Kapazität verschwenden oder permanenten Nutzern zu wenig Kapazität geben, weil wir uns ja im Vorhinein entscheiden müssen, wie viele Ressourcen jeder Nutzer bekommt. Und das will ich eben nicht tun. Und was ich dann bekomme, wenn ich das nicht tue, also wenn ich einen Contention erlaube, also wenn ich einen Wettbewerb ums Medium erlaube, jeder darf senden, wann er will, naja, dann kriege ich Kollisionen, aber die löse ich dann eben auf. Und zwar, indem ich mich aggressiv zurückziehe, also sehr schnell zurückziehe, freundlicherweise vielleicht, wenn ich es kann, bei Ethernet kann man es höre aufs Medium, bevor ich sende und dann eben mit meinen Kollisionen umgehen kann. Dadurch habe ich immer noch eine höhere Kapazität, als wenn ich von vornherein jedem eine feste Ressource geben würde. Ich kann auch noch ein Extrembeispiel machen. Ich kann natürlich auch ein kollisionsfreies Protokoll fahren. Wie gesagt, beim Mobilfunk wird das teilweise gemacht, wobei man da einen zentralen Koordinator hat. Ansonsten hat sich das in der Praxis nicht durchgesetzt. Oder ich kann, das war auch ein akademisches Beispiel, so einen Mittelweg fahren zwischen Kollision und Kollisionsfreiheit. Das war die Idee dieses Adaptive Treewalks, wo sie quasi Contention-Slots erlauben, aber das Medium immer weiter fragmentieren, je mehr Kollisionen sie bekommen. Gut, was sind so die wesentlichen Metriken, die ich hier habe? Also Metriken sind Leistungsmaße. Ne? Naja, uns interessiert Durchsatz, aber wir haben auch gelernt, dass Durchsatz nicht alles ist, weil Durchsatz bei niedriger Verkehrslast ist irrelevant. Den kann ich da noch nicht mal messen, ja? Also zumindest in Form des maximalen Durchsatzes. Kapazität kann ich eben nur messen, wenn ich bei hoher Last arbeite. Und das ist dann eben der Punkt, also die Kapazität ist dann der Punkt, wo sich der Durchsatz nicht weiter erhöht, also wo über Last abgetragen meine Durchsatzkurve knickt. Bei niedriger Last wäre Verzögerung, also Roundtrip-Time, zum Beispiel Ping-Zeit, die relevante Größe, die ich ja dann mit kleinen Paketen auch messe. Das ist ja der Grund, warum Ping, also ICMP, auch kleine Pakete verwendet. Fairness habe ich jetzt implizit nur diskutiert. Ne? Also wir sorgen natürlich dafür, dass beim Exponential Backoff bitte alle Hosts, also alle WLAN-Karten oder alle Ethernet-Karten denselben Cutoff haben. Wir zwingen jetzt nicht einen Teilnehmer zum Beispiel 2 hoch 32 Slots zu warten, wohingegen die anderen maximal 2 hoch 10 warten. Das wäre unfair. Dem Teil gegenüber, der 2 hoch 32 Slots warten müsste. Wenn Ihnen das jetzt zu schnell war oder Sie das Beispiel nicht verstanden haben, schauen Sie nochmal in den Exponential Backoff-Algorithmus, dann verstehen Sie, was ich meine. Wenn ich für bestimmte Teilnehmer ein größeres K wählen würde, würde ich die ja benachteiligen. Ja, und die kriegen natürlich alle dasselbe K, also alle würfeln mit demselben Würfel beim Exponential Backoff. Naja, da die allerdings alle unterschiedliche Dienste betreiben, meine Teilnehmer, also der eine macht vielleicht Voice-over-IP, der nächste Videotelefonie, der übernächste macht einen File-Download,
Ist Fairness ein kompliziertes Thema? Weil man könnte ja zum Beispiel den, der den File Download macht, ein bisschen verzögern. Der würde das ja nicht merken, wenn sein Download mal 20 oder 200 Millisekunden später ankommt. Wohingegen 200 Millisekunden für ein Videotelefonat oder auch ein Audiotelefonat schon eine Menge Unterschied machen in der Sprachverständlichkeit und im Abriss des Telefonats. Ja, also bei so ab 100 Millisekunden, 150 Millisekunden fangen Sie an, das zu hören. Fangen Sie an, sich gegenseitig ins Wort zu fallen, dann merken Sie, dass da eine signifikante Verzögerung da ist. Daher könnte man sagen, naja, dann würde ich ja vielleicht die User priorisieren. Manche Access Points haben dafür auch einen Haken, dass die Voice-over-IP oder Videotelefonie priorisieren. Die versuchen das dann zu erkennen. Ist aber ein ganz kompliziertes Thema, Fairness. Also auch hinsichtlich Dienstgüte dann. Habe ich deshalb hier ausgelassen. Gut, schließlich haben wir Ethernet diskutiert. Was haben wir gelernt? Ethernet gibt es in der Grundidee seit den 70ern und hat sich auf Layer 2 kaum verändert. Also auf dem Link-Layer. Frame-Spec ist fast gleich geblieben. Ein paar Parameterwerte haben sich geändert. Aber im Wesentlichen gab es da kaum wesentliche Änderungen. Also auch der Backoff-Algorithmus ist immer noch gleich. Was sich geändert hat, ist das Physical Layer. Aber die Grundidee dieses geteilten Mediums, die finden wir ja sogar noch bei den Switches. Die algorithmische Grundidee ist seit den 70ern so geblieben. Und das ist doch eigentlich ein toller Standard. Und was man daraus lernt, ist, ja, keep it simple. Einfache Technik ist meistens die beste Technik, insbesondere im Consumer-Bereich, ne? Also wenn Sie Nutzern erlauben wollen, selbst zu stöpseln, und das ist ja das Tolle, dass Sie das heute alles können, dann sollten Sie nicht irgendwie zentrale Koordinatoren einführen oder komplizierte Parameter, die Sie einführen, die irgendein Genie wieder adaptieren muss. Das braucht man alles nicht. Sie sollten das so einfach bauen, dass sich die Hosts selbst koordinieren und nach dem Reinstecken, also mit Plug and Play, funktionieren.